Hallo, hier ist Stefan von Sportwettenvergleich.net. Ich gebe euch heute 5 Expertentipps für Sportwetten. Ich bin hier schon auf der Seite Sportwettenvergleich.net und hier seht ihr Tipps für Sportwetten, besser wetten mit diesen 21 Tipps. Ich stelle euch nicht alle Tipps heute vor, sondern nur 5, um euch einen Eindruck zu geben, wie ihr eure Sportwetten verbessern könnt. Tipp Nummer 1 betrifft Geldmanagement, Money Management, um den englischen Begriff zu benutzen, hat genau 2 Aspekte. Der erste Aspekt ist, setzt niemals mehr Geld, als ihr verlieren könnt. Einfache Grundregel, eine verlorene Sportwette darf nie dazu führen, dass ihr am Ende des Monats die Miete nicht mehr bezahlen könnt. Geldmanagement hat aber noch einen zweiten Aspekt und der hat damit zu tun, dass Sportwetten risikoreich sind. Jede Wette, egal wie günstig die Quote ist, hat ein Risiko und dieses Risiko könnt ihr nur abfedern, indem ihr ein vernünftiges Risikomanagement betreibt und das geht eben am besten, indem ihr Geldmanagement betreibt. Das heißt, indem ihr viele kleine Wetten platziert und nicht wenige große. Tipp Nummer 2. Favoritenwetten nicht mit hohen Beträgen bestücken. Warum ist das so? Ich gehe deswegen jetzt mal auf die Seite von Tipico. Tipico kennt ihr wahrscheinlich, aber wir könnten hier jeden anderen Wettanbieter nehmen. Ich habe mir nur Tipico ausgesucht, weil das bei Tipico sehr schön zu sehen ist, weil die das sehr übersichtlich machen. Und ich habe hier schon mal Fußballwetten rausgenommen und schon mal eine Favoritenwette ausgesucht. Borussia Dortmund gegen Mainz 05. Ihr seht hier auf dem Wettschein, Tipp ist 1,4. Die Quote bei einem Einsatz von 1 Euro könnt ihr 1,40 Euro maximal gewinnen, das heißt, euer Gewinn liegt im besten Fall bei 40 Cent. Das ist jetzt nicht so prickelnd. Also das Risiko, dass ihr dann das Spiel trotzdem oder die Wette trotzdem verliert, weil Mainz vielleicht einen guten Tag hat, ist jetzt nicht so wirklich angenehm. Und deswegen ist es besser, ihr sucht euch höhere Quoten oder ihr stellt eine Kombiwette aus mehreren Favoriten zusammen. Ich klicke hier einfach mal auf ein paar Favoriten, also Quoten unter 2. Und ihr seht schon, hier wird die Quote gleich höher. Also durch den Einsatz von 1 Euro haben wir hier mit der maximalen Auszahlung auch gleichzeitig die Quote. Sprich, die Quote ist jetzt hier 4,35 für die gesamte Wette. Wenn ich hier noch eine dazufüge, ist sie schon bei 8,06. Das wäre jetzt eine schöne Wette, die ihr mit einem kleinen Einsatz platzieren könnt. Und dann habt ihr diverse Favoritenwetten zusammengestellt, die ihr dann alle gewinnen müsst bei einer Kombiwette. Und da lohnen sich dann Favoritenwetten. Aber Einzelwetten sind bei Favoriten nicht so wirklich empfehlenswert. Tipp Nummer 3. Da gehen wir wieder zurück auf sportwettenvergleich.net. Und das steht gleich ganz oben, seien Sie geduldig und diszipliniert. Selbstdisziplin und Geduld sind bei Sportwetten die entscheidenden Tugenden. Wenn ihr gerade eine Wette verloren habt und ein bisschen aufgeregt seid deswegen oder weil ihr das Gefühl habt, ihr müsst gerade ganz viel kompensieren, weil in eurem Privatleben irgendwas nicht funktioniert oder wie auch immer, wenn ihr keinen kühlen Kopf habt, lasst es Sportwetten sein, macht eine Pause und kommt dann später wieder, wenn ihr euch abgeregt habt. Tipp Nummer 4, Statistiken lesen, informieren über Spiele, Tabellen und Teamvergleiche lesen. Die meisten Sportwettenanbieter, ich nehme jetzt auch wieder Tipico, aber das gibt es bei fast allen Sportwettenanbietern in irgendeiner Form auch, haben Statistiken im Angebot. Bei Tipico gibt es zum Beispiel das Ergebnisarchiv. Da könnt ihr jetzt euch Fußballspiele angucken und viele andere Sportarten und könnt gucken, wie die Spiele früher gelaufen sind, könnt hier Statistiken aufrufen und viele Informationen daraus gewinnen. Tipp Nummer 5, das ist der letzte Tipp in diesem Video. Glauben Sie den Statistiken nur bedingt, haben wir das hier genannt, Tipp Nummer 19. Und das mag ein Widerspruch sein zu dem, was ich vorher gesagt habe, aber die eine Sache ist, sich gut zu informieren, die andere Sache ist, die Statistiken blind zu nehmen und einfach in die Zukunft zu extrapolieren, das funktioniert so nicht. Statistiken beschreiben immer nur die Vergangenheit, für euch ist aber wichtig, was in der Zukunft passiert und deswegen muss für euch auch so etwas wie ein Gespür für die aktuelle Situation einer Fußballmannschaft eine wichtige Rolle spielen.
oder welche Sportart auch immer. Also ihr müsst euch mit der aktuellen Situation intensiver noch beschäftigen als mit den Statistiken aus der Vergangenheit, weil es nutzt euch zum Beispiel nichts, wenn eine Mannschaft mal vor 3 Jahren irgendwie verloren hat, wenn die ganzen Spieler heute nicht mehr im Team sind. Lest Statistiken, aber betrachtet sie kritisch und beschäftigt euch mehr mit der Gegenwart als der Vergangenheit. Weitere Tipps könnt ihr hier auf sportwettenvergleich.net lesen und ich wünsche euch viel Erfolg mit euren Sportwetten.